Mein Name ist Vera Binder, ich bin Architektin und ich hatte das Glück, von der Gemeinde Kalletal mit der Restaurierung des Mührades hier von der Corvusmühle betraut zu werden, das, die ganze Maßnahme zu begleiten. Wir stehen jetzt hier vor dem Gebäude der Corvusmühle. Das ist schriftlich erwähnt, das erste Mal 1529. Als Mühle auch in Betrieb gewesen, jahrhundertelang von der Familie Corvus betrieben worden und 1954 sowas das erste Mal an den Pächter übergeben worden. 1986 ist es abgebrannt, bis auf die Grundmauern, ist dann wieder aufgebaut worden und 1987 dann von der Gemeinde Kalletal übernommen worden und auch als Bibliothek dann eingerichtet worden. Das Mühlrad war sehr kaputt und musste restauriert werden, also es lief gar nicht mehr, da war auch nichts mehr zu retten. Und Herr Begemann hatte den Auftrag bekommen, dieses Mühlrad zu sanieren. Und letzten Endes ist es letztes Jahr in Betrieb gegangen. Heutzutage treibt das Mühlrad den Generator an und so erzeugen wir halt für die Corvusmühle Strom, sodass dieses Gebäude autark ist und sich selber mit Energie versorgt. Wir befinden uns jetzt im Innern der Corvusmühle, in der Corvusmühle drin und sehen hier den Generator mit dem Kettenblatt, welches von der Welle des Mühlrades angetrieben wird. Das große Runde, was wir darauf sehen, ist das Kammrad, was nur noch jetzt zu Showzwecken mitläuft, damit man mal sieht, wie es früher ausgesehen hat. Also der Generator ist auf eine Leistung von maximal 600 Watt ausgelegt, was man denkt, dass dieser ankommen kann. Aktuell sind wir bei knapp unter 200 Watt. Das hängt immer davon ab, was gerade die Kalle hergibt an Wasser, ne, wie viel Wasser gerade durchfließt und wie schnell das Mühlrad eben dadurch angetrieben wird. Für mich war es natürlich ein wunderbares Projekt. Das hat man nicht alle Tage, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich war, ja, hat mich sehr gefreut, dass ich so eine Aufgabe hier übernehmen konnte. Mein Name ist Andreas Begemann, ich komme aus Exertal-Bösingfeld und habe in den letzten 35 Jahren das Vorgängerrad betreut und es am Laufen gehalten. Und somit ist dann auch der Auftrag zustande gekommen, dieses Vorgängerrad zu ersetzen gegen ein neues. Die größten Herausforderungen beim Bau des Rades war die erforderliche Präzision, mit der die Holzverbindungen passen müssen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann bekomme ich immer mehr Ehrfurcht vor meinen Handwerkskollegen vor 1000 Jahren, die da auch schon Wasserräder gebaut haben und haben es geschafft, so ein Rad komplett rund zu bauen. Denn wenn das nicht genau rund war, gab es eine Unwucht und das haben meine Kollegen damals wirklich mit einfachsten Mitteln gelöst. Die Hauptüberlegung dabei ist, dass das Holz bei verschiedener Feuchtigkeit größer oder kleiner wird und dadurch die Verbindung extrem dicht wird und fest wird. Darum muss das Rad auch auf Dauer feucht gehalten werden. Wenn das Rad trocken werden würde, dann beginnt Fäulnis in den Verbindungen und dann dauert es nicht lange, dann ist es kaputt. Also wenn es permanent nass bleibt, hat es die Chance, viele Jahre zu überstehen. Wichtiger Punkt bei dem Felgenkranz besteht darin, dass die Holzmaserung mit dem Bogen gewachsen ist. Ich brauchte krummes Holz, um aus dem krummen Radius ein Felgenteil herauszusägen. Es ist so, dass heutzutage so ein krummes Holz gar nicht mehr den Wald verlässt. Das wird ja direkt in Brennholz oder Papierholz verarbeitet, weil ein Sägewerker nur schönes, gerades Holz weiterverarbeitet. Und das ist für mich, der dann bald in Pension geht, natürlich auch nochmal so ein Abschluss in seinem Lebenswerk. Und ich hoffe, dass das Rad mich möglichst lange überleben wird.